und dass ich von Chacha und Kayamba vergessen habe, den Angriff zu ändern. Ey, das gibt's einfach nicht, ne? Wegen sowas könnte ich mich schon schlagen. Das ist einfach dumm von mir. Einfach nur dumm. Ja, ich bin leider aber ein bisschen zu weit weg. War klar. Haha. Diesmal nicht mit vorhersehbar gedöns. Kayamba, kannst du mal bitte... Ich wollte eigentlich den Rücken angreifen, aber irgendwie hat das gerade nicht geklappt. Oh, was machst du denn? Mensch. So, jetzt müsstest du ja theoretisch wieder zu 5 gehen. Oder nein, er geht zu. Doch, geht doch zu 5. Ja, ich stehe auf Lava, schön. Ah, der Kampf dauert auch schon wieder so unnötig lang. Ich wette, hätte ich Kayamba und Chacha das Wasserelement gegeben, würde das alles viel, viel besser laufen. Achso, da ist er. Schön, dass... Okay, wie auch immer, der sich gerade so schnell wieder aufgeladen hat. Bin ich gerade an dem vorbei. Bitte nicht mich, bitte nicht mich. Kayamba, geh weg von mir. Okay, Leute. Das war dumm. Das war einfach nur dumm vom Spiel. Ich meine, ich bin sogar drüber gesprungen. Das habe ich sogar gesehen. Scheiße. Komm schon. Kamba steht. Das gibt's nicht. Ich weich sogar noch extra aus. Weißt du? Und... Ich, also manchmal frage ich mich echt, wo das Feuer jetzt gerade herkommt. Lava, bringst du mir nichts, hör mal. Ja, geil. Mach eine schön aussehende Combo, aber
Weich bloß nicht aus. Habe ich jetzt dem seinen Mund kaputt gemacht oder nicht? Das sieht man... Ne. Ah, ich dachte schon. Ah, nee. Ja, er ist in 8. Das sehe ich. So, Leute, kommt. Den mach... beziehungsweise Cha-Cha, komm. So, komm. Haben wir den Schnabel kaputt gemacht? Ja, wir haben den Schnabel auch kaputt gemacht. Ja, dann bis auf den Rücken haben wir dann alles... Haha. Der macht das echt vorhersehbar. Vorhersehbar angreifen. Das gibt's echt nicht. So eine scheiß Sau. Verdammt. Falsche Richtung. Shit. Ich verstehe es nicht, ne? Ich drücke den Knopf ausweichen, aber... Das interessiert den einfach nicht. Das interessiert den einfach nicht. Wenn er seine Combo macht, will er nicht unterbrochen werden. Das ist dem dann scheißegal. So, komm. Es war 10, glaube ich, ne? Genau, bis ich da ankomme. Pennt er eh, ne? Das heißt, ich kann die Bomben dann schön auf den werfen. Ach, auf den werfen, sag ich schon. Also irgendwie kommt mir der Bildschirm echt dunkel vor. Hm, sehr komisch. Na, egal. Pennt der hier schon? Also das war, ich verstehe echt nicht, warum er jetzt wach geworden ist. Jetzt ganz ehrlich, Leute, wie hat er mich da erwischt gerade? Was war das denn für ein Sprung? Komm schon. Ich weiß, dass du gerade da rausgesprungen kommst. Also, nee, ich finde das langsam scheiße vom Spiel. Also, und dann, jetzt macht er einen Ultraschuchtelsprung, weil der da ganz doll drauf steht. Und jetzt... Komm, kannst du dich auf den anderen konzentrieren? Danke. Kayamba, hau ab. Ja, schön, dass du wütend bist. Bleib einfach bei mir stehen. Natürlich! Kayamba, geil! Schön, dass du bei mir stehen geblieben bist. Drecksspast, Vieh, ey. Es brennt schon wieder. So. Mensch. Den Rücken hätte ich auch noch gern gebrochen, wenn möglich. Na, ist jetzt egal. Echt eine Feuerrüstung für den Siedebrustfell? Okay. Gab's dieses Item damals auch schon? Aber ich finde cool, dass wir echt ziemlich viel brechen konnten. Gut, den Rücken leider glaube ich nicht. Oder? Moment. Der sieht aber schon kaputt aus, der Rücken. Weil ich jetzt, kann ich jetzt noch nicht mal sagen. Ach, verdammt, jetzt schon.
schon wieder an Mikro hängen geblieben. Oh, nee. So. Jetzt können wir endlich auch Zeradius verjagen und danach hoffentlich auch die Tötungsmission, also jagen. Ach, nee. Und dann haben wir den Lowrang auch durch. Flosse, Haut, Flosse, Monsterknochen, Schuppe, Siedebrustfell schon wieder, Drachentod, Schnabel, Schuppe, Brustfell und Flosse. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir auch Dreck genug haben, um die Doppelklinge von Agnatur zu machen. Das wäre nämlich ganz super. Wobei, Zeradius brauchen wir Drache als Element oder Donner. Das weiß ich noch definitiv. Mal gerade erstmal gucken, was man hier schon für fertige. Genau, hierfür brauche ich noch den Flammenbeutel, den ich nämlich unbedingt haben will. So, jetzt mal gerade gucken. Hier brauche ich noch irgendwelche Sachen. Ich habe so gut wie nichts davon. Schön. Verdammt. Na, gut. Okay, dann machen wir jetzt mal Zeradius. So, erstmal ein bisschen drauf vorbereiten. Kaltgetränk brauche ich nicht. Fassbombe brauche ich auch nicht. Ah, ne. So, so, so. Ach, bevor ich es vergesse. Und zwar machen wir den hier. Und zwar nehmen wir aber nicht die. Und zwar nehmen wir die Lagerkrust, die Donnerklingen. Wo sind sie? Genau die hier. So, und wie war das? Ich glaube, bei Cut Damage war am besten der Bart. Ach, Moment, habt ihr irgendwas eingesammelt eigentlich? Oh, danke. Haha. Stimmt, bevor ich es jetzt vergesse. Fertigkeitenwellen. So, und zwar sollt ihr Drachenangriff. So, du auch. Und Elementangriff auch noch hoch tun. So, jetzt, wenn ich jetzt noch wüsste, was das Signal für Chacha ist, für Luft nachher. Na, ist jetzt egal. Beutel. Ach, Beutel, sag ich. Tränke. Mhm. Komm, Tränke. Genau. Bettstein, hol ich direkt auch mal genug mit. So, was brauche ich noch? Wasserbombe nicht. So, Trank, Megatrank. Dann mal essen. Ich will auf jeden Fall wieder Leben genug haben. Ausdauerverbrauch auf der Flucht. Ja, natürlich. Auch wenn wir eigentlich nie flüchten, sondern nur einfach in die andere Richtung laufen. Aber naja. Schmeckt ja erst klassisch. Gesundheit, Verteidigung und Flüchtling. Okay. So, dann wollen wir mal zu der letzten Story-Quest. Rette das Dorf. Vor allem, wir müssen den nur abwehren. Ich meine, ist ja eigentlich nichts. So, Leute, dann wollen wir mal.